Die verlässliche IT-Betreuung gewährleisten wir mit 4 Grundservices. Welche das sind, erklären wir in der heutigen Folge. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr einen IT-Dienstleister habt oder auch uns habt, gerne, dann stellt ihr fest, dass wir in so einer Dauerbeziehung miteinander sind, dass gewisse Themen immer wieder vorkommen. Ja, wir bieten unseren Kundinnen bestimmte Services an, die wir eigentlich in der Zusammenarbeit für unerlässlich halten und ohne die wir auch gar keine Neukunden mehr aufnehmen. Das, welche das sind und welche Leistungen dahinter stehen, das erklären wir heute wieder mit Dirk. Hallo Roland. Hallo Dirk. Ja Dirk, letztlich, wenn ein Kunde hier anrufen muss, weil irgendwas nicht funktioniert, ist ja meistens im Vorfeld irgendwas passiert und wo der Kunde wahrscheinlich froh gewesen wäre, wenn das gar nicht eingetreten wäre. Genau. Das können, weiß ich nicht, also meistens, wenn man es weiß, sind es immer triviale Sachen, aber es ist wie mit dieser Maschinenreparatur, das Kreuz setzen 1 Euro, wissen, wo das Kreuz hingehört, 49.999 Euro. Ja, genau. Also meistens ist es ja dann nicht so trivial, den Fehler überhaupt aufzuspüren. Ja. Was machen wir denn da so für Dinge, die dem Kunden, sagen wir mal, im Vorfeld schon viele Probleme vom Halse halten? Ja, es gibt natürlich standardisierte Prozesse, die wir versuchen einzuhalten. Das geht natürlich nicht in jeder Umgebung und wir bei jedem Kunden. Ein. Dafür sind unsere Kunden auch zu individuell und alle sehr, sehr eigenständig unterwegs. Ist ja nicht jede Firma die gleiche Torte. Ein Bekannter von mir hat dafür den Begriff Agabus geprägt. Alles ganz anders bei uns. Ja, sehr schön. Nein, also wir versuchen natürlich mit Standardisierung zu arbeiten. Das heißt, dass wir die groben Strukturen eines Netzwerks identisch aufbauen bei den Kunden, die wir betreuen. Und das erleichtert natürlich die Fehlersuche, wenn irgendwas ist, weil man dann sich sehr schnell als Techniker zurechtfindet bei den Kunden. Genau, lass mal kurz einhalten. Dieser Begriff Standard, der ist ja irgendwie so ein bisschen manchmal negativ besetzt. Ja. Aber im Grunde profitiert der Kunde davon, ja, natürlich, wenn er einen auf jeden funktionierenden Fall. Standardprozess hier es ist auch, geboten bekommt. Um jetzt mal so ein bisschen abzuschweifen, die Kunden, die zum Beispiel mit einer komplett selbstentwickelten Software unterwegs sind, Warenwirtschaftssystem oder sonst irgendwas, da gibt es einige draußen, die dann sich irgendwann mal was haben programmieren lassen, laufen aber dann irgendwann, wenn Anlagen modernisiert werden, schnell in Probleme, weil dann vielleicht auch der Entwickler, der es ursprünglich programmiert hat, nicht mehr greifbar ist und solche Themen. Also da gibt es viele, viele Nachteile, aber natürlich auch Vorteile, aber das ist immer, man muss es abwägen. Wenn ich natürlich selber Software entwickle und eigene Softwareentwickler habe, dann kann ich natürlich gut mit individuellen Lösungen arbeiten. Wenn ich aber jetzt einen normalen Schreinerbetrieb oder einen normalen Handwerksbetrieb führe, dann sollte ich vielleicht eher in Richtung von einer Standardlösung gucken, wo ich dann einen Hersteller dahinter habe, wo ich weiß, dass der mich auch in 10 Jahren noch mit der Lösung betreuen kann. Ja, diese Individualsoftware, selbst entwickelt, sind ja auch, die passt dann in dem Moment wirklich sehr gut, fügt sich halt im Laufe der Zeit immer schlechter ins Gesamtkonstrukt ein. Ja. Und dann erleben wir sowas wie, keine Ahnung, dass da irgendwo noch ein Windows XP-Rechner laufen muss, weil das für die Anwendung halt unerlässlich genau. ist. Aber wir wollten ja eigentlich auf ein anderes Thema hinaus, genau. Standardisierung in den Netzwerkinfrastrukturen, dass das halt gut ist, dass ich einfach schaue, dass ich nicht den 15. Hersteller von Notebooks und PCs mit reinnehme, dass ich versuche, das auf einem gewissen Level zu halten. Das ist auch für die Mitarbeiter immer ganz angenehm, wenn die einfach alle mit den gleichen Geräten arbeiten, dann kommt da kein Neid auf, wenn jetzt einer dann mal ein neueres Gerät kriegt, was dann irgendwie anders aussieht. Das findet der einer dann hübscher und dann ist halt alles irgendwie Blödsinn irgendwo unterm Strich. Aber wenn man da mit Standardisierung arbeitet, macht man sich halt selber die Prozesse auch einfacher dahinter. Mach's einfach als Geschäftsführer, mach es, auch wenn du einen eigenen Admin hast, versuch dem das Leben so leicht wie möglich zu machen. Und da kann man jetzt vielleicht doch nochmal auf diese Individualsoftware zurückkommen, weil irgendwann kommt der
Admin mit dem, mit diesem Konstrukt auch nicht mehr klar. Oder mit, keine Ahnung, du hast einen Fujitsu-PC von 2010 noch da stehen und dann einen von Lenovo aus dem Jahr 2013, 18 HPs und wie auch immer. Damit muss man, also letztlich, ja klar, es sind alles PCs mit dem Prozessor, mit dies und jenem, aber dann hast du da wieder andere Garantieabläufe, wenn mal was kaputt geht, du hast ein anderes Support-Level. Ich merke schon, die Folge hat das Potenzial, unsere längste Folge zu werden. Ja, ja, ja. Genau. Natürlich ist es immer blöd, funktionierende Sachen auszusortieren. Also bitte, wenn die Sachen funktionieren, benutzt die auch weiter. Aber so das Pferd wirklich bis zum Anschlag tot zu reiten, ist vielleicht produziert an anderer Stelle wiederum Kosten. Genau. Aber deine Frage war ja eben eingehend, wie wir damit umgehen, was wir dann letztendlich bei den Kunden machen, was das bedeutet, standardisieren und auch die Prozesse entsprechend einheitlich zu halten. Das heißt natürlich, dass wir bei unseren Kunden verschiedene Sachen auch überwachen. Stichwort Monitoring von Systemen, von Servern. Die Vitalprozesse einer IT-Umgebung werden da gecheckt. Welche Auslastungen habe ich gerade auf dem System? Und der Klassiker, was halt immer wieder passiert und was ohne ein Monitoring-System halt schnell zu einem großen Problem für ein Unternehmen werden kann, ist, ich habe hier einen Server und da läuft dann mit der Zeit einfach eine Festplatte voll. Ja, das passiert, das kann eine normale Dateiablage sein. Und ohne Monitoring hat man früher dann den Anruf gekriegt, hier steht gerade alles, wir können nichts mehr abspeichern, alle sind unzufrieden, alle sitzen in der Ecke und heulen, können nicht arbeiten und so. Ja, das ist Thema. Und mit einem Monitoring kann ich halt über bestimmte Schwellenwerte definieren, wann ich hier bei uns eine Info kriege, dass es da knapp wird. Das heißt, wenn ich jetzt einen Datenbankserver habe, dann möchte ich natürlich gerade bei so einem empfindlichen System frühzeitig wissen, dass da die Platte knapp wird, damit ich dann reagieren kann, entweder durch Modernisierung der Hardware, aber heutzutage dann eher bei virtualisierten Systemen einfach durch Vergrößern der entsprechenden Ressource und Zuweisen von weiteren Ressourcen zu dem System. Also wenn man das so hört, Platte läuft voll, ist ja eigentlich, du brauchst halt einfach ein Instrument, wo du das erkennen kannst. Wenn ich jetzt vor einen Server stellst, dann siehst du es natürlich nicht. Nee. Und es ist eigentlich auch ein recht vermeidbarer Fehler. Ne? Genau. So wie Bier alle im Keller. Und das ist bei uns, also dieses Thema, dass wir mal eine Platte vergrößern, das kommt bei uns, so im Schnitt würde ich sagen, alle 2 bis 3 Tage mal vor, dass irgendein System in diesen Wert reinläuft und wir dann halt auf das System drauf gucken. Nicht immer müssen wir mehr Ressourcen zuweisen, manchmal sind es auch einfach Bereinigungsprozesse, die angestoßen werden müssen, um dann entsprechend temporäre Dateien oder sowas zu bereinigen. Genau. Aber auch da können wir natürlich dann mit unserem Service auch einen gewissen Grad an Automatisierung reinbringen. Ja. Genau, zweites Thema ist natürlich Aktualisierung der Software. Da spielen dann Sicherheitsthemen eine Rolle. Also nicht aktualisierte Software, egal ob es jetzt das Betriebssystem ist. Gut, da gibt es gewisse Sachen, die man, die sich nach der Zeit auch selber automatisieren, aber halt nicht so zeitnah, wie wenn man wenn man hinterher ist. Und wenn man ehrlich ist, man macht es eigentlich nur aus Sicherheitsgründen. Kein Mensch draußen installiert Updates, weil er davon sich irgendwelche Funktionen, also zumindest nicht bei einem Betriebssystem oder bei irgendwelchen Serversystemen, verspricht. Funktionsupdates in der Regel immer nur bei Produktivanwendungen, wie zum Beispiel ein Warenwirtschaftssystem oder sowas. Da macht man Updates, weil man mehr Funktionen erwartet. Gut, aber trotzdem. Oder halt auch Fehlerbehebungen, aber bei einem Betriebssystem hat man ja ganz früher, ich sag mal, gerade wenn man früher mit Linux-Sachen viel unterwegs war, bei Linux hat man immer gesagt, einmal installiert, nie wieder angefasst. Wenn das System einmal läuft, don't touch a running system. Ja. Und das ist halt heutzutage ein ganz anderer Aspekt, weil heute, wenn ich das so betreibe, trotzdem muss ich ja, werde ich ja mit der Aktualisierung der Systeme die Quelle für einen Ausfall auch möglichst gering halten. Ne? Und da, wie du schon gesagt hast, macht man nur aus Sicherheitsgründen, also macht man es auch höchst ungern, weil die direkte Belohnung für einen selber maximal gering ausfällt. Genau. Ja, und es ist halt so, dass deshalb machen wir es halt für euch dann außerhalb eurer Arbeitszeiten. Genau. Oder auch innerhalb der Arbeitszeit. Auch innerhalb der Arbeitszeit. Je nachdem, wie ihr das haben wollt. Wie auch immer. Genau. Aber dann kommt natürlich noch eine Komfortvariante dazu. Ihr habt gepatchte Systeme und es muss sich keiner darum kümmern. Genau. Ja, drittes Thema ist natürlich ganz wichtig. Antivirus. Auch das muss getrackt, gemanagt werden. Natürlich kann man sich da
Produkt XY kaufen. Aber am besten ist natürlich ein Produkt, wo auch wieder der Komfort des Admins im Vordergrund steht. Und Komfort des Admins heißt Effizienz. Du brauchst ein System, was sich leicht überwachen lässt. Ja. Ist vielleicht sogar noch wichtiger als die raffinierteste und High-End-Lösung ist, dass das System bedienbar ist und auch leicht bedienbar ist, dass der Admin schnell erkennt, was los ist. Und da ist halt auch oft das Thema, dass es, wir sind jetzt beim Punkt Virenscanner, aber es gibt natürlich auch Lösungen, die dann das Ganze etwas umfangreicher noch betrachten. Und da hat man halt auch genau diesen Vorteil, dass ich irgendwo an einem zentralen Punkt laufen halt die wichtigen Informationen zusammen und da kann ich es halt auf einen Blick sehen, was los ist in meinen ganzen Sicherheitslösungen. Und ja, es ist halt auch wieder so ein Baustein, der dem Nutzer selber auf den ersten Blick überhaupt nichts bringt. Ein Virenscanner, da hat der Nutzer eigentlich für sich bei seiner Arbeit ja gar nichts von. Ja. Und das ist einfach nur etwas, was nötig ist. Genauso wie die Updates, es ist einfach nötig, es ist lästig, es muss gemacht werden. Und man hat in der Regel mit seinen täglichen Geschäftsprozessen im Unternehmen genug um die Ohren, sodass man da dann durchaus gewillt ist, diese lästige Aufgabe auszulagern. Ja. Und da sind wir natürlich gerne bereit, das abzunehmen. Na gut. Wenn man ehrlich ist, ein vergleichbares Produkt ist die Haftpflichtversicherung. Die, solange nichts passiert, ist die auch nicht besonders cool. Aber wenn du sie brauchst, bist du froh, dass du sie hast. Ja, also da haben wir auch eine Folge. Die Folge 10 gibt es nochmal ein bisschen ausführlicher zum Virenscanner. Könnt ihr euch gerne nochmal bei uns in der Podcast-Liste die Folge raussuchen. Ja. Genau, und dann haben wir noch einen wichtigen Service, den wir mittlerweile als Standard definiert haben. Das Backup. Das Backup, ja. Es gibt ja die Admins, die ITler, die sagen ja immer no Backup, no mercy. Also keine Datensicherung. Wenn du keine Datensicherung hast, dann habe ich auch kein Mitleid mit dir, keine Gnade. Ja. Ja, Backup, klar, kann man sich natürlich irgendwie selber zusammenfrickeln. Ihr könnt das auch gerne selber überwachen. Oder ihr setzt einfach auf einen automatisierbaren Prozess. Und da haben wir jetzt ja mittlerweile auch eine Lösung, wo man mittlerweile eigentlich gar nichts mehr machen muss. Genau, also wir machen alles, der Kunde macht gar nichts mehr. Das ist eigentlich das Beste, was dem Kunden passieren kann. Und der Prozess dahinter, auch da ist natürlich wieder Standardisierung ein großes Thema. Wir arbeiten da natürlich nicht mit 30 verschiedenen Produkten, sondern arbeiten da mit Produkten, die wir so einsetzen können, dass es auf die Kunden eigentlich immer passt. Ja, also sprich, wenn ihr jetzt quasi ein Acronis-Backup bei euch und möchtet zu uns wechseln, dann müssen wir leider darauf bestehen, dass ihr unser System einsetzt, weil es ist, sagen wir mal, für uns nicht praktikabel, dass wir uns in sämtliche Backup-Software der Welt einarbeiten, obwohl Acronis sicherlich ein gutes Produkt ist. Wir setzen halt auf Veeam. Damit kennen wir uns aus. Es funktioniert. Und bis wir davon nicht weggehen, ist das dann leider das Mittel der Wahl, aber was heißt hier leider? Ja, für den Kunden, dass er das dann wieder was Neues einführen muss. Aber ihr habt dann keinen Ärger mehr mit Unterlizenzierungen. Ihr könnt tracken, welche Einheiten werden gesichert, wie oft werden die gesichert, wohin werden die gesichert, waren die Backup-Jobs erfolgreich. Und letztlich, Backup ist direkte Geschäftsführerverantwortung. Wenn ihr Daten verliert und ihr habt kein Backup, ihr habt ein unterlassen, nicht funktionierendes Backup, fällt das in erster Linie auf euch als Geschäftsführer zurück. Und somit habt ihr uns jetzt die Verantwortung übertragen. Deshalb gucken wir natürlich, haben wir ein eigenes Interesse daran, dass das alles funktioniert. Wir senden euch da wöchentliche Reports zu, wenn ihr das möchtet. Wir führen auch schon mal Tests durch in regelmäßigen Abständen, ob das Backup funktioniert. Und letztlich ist das, was man auch vom Backup erwarten muss. Das Backup ist verschlüsselt und wenn ihr gar auch noch nicht mal mehr das Speichermedium wechseln wollt, dann haben wir ein Backup in die Cloud. Backup in die Cloud, genau, voll automatisiert. Und das ist also, sicherer geht es dann aktuell nicht. Das heißt, ihr habt einen logisch und räumlich getrennten Speicherort für euer Backup. Heißt, das ist da nicht abgreifbar, auch für einen Verschlüsselungstrojaner nicht. Mhm. Und wir können dann eure Systeme aus der Cloud auch wiederherstellen, wenn da mal was abraucht. Genau. Ja, weit dazu gibt es die Folge 4. Folge 4. Ja. Das Backup, genau. Ja. Das war's für heute. Sind wir schon wieder durch. Sind wir wieder durch. Doch keine Rekordfolge. Da können wir ja noch
in der Nachbetrachtung, in den Nachtelefonaten können wir das gerne machen. Ja, wenn ihr da Fragen zu habt, meldet euch natürlich gerne bei uns. Besucht uns auf YouTube, abonniert uns bei Spotify und ja, wir freuen uns über jeden weiteren Benutzer und wir freuen uns auch mal über Feedback. Ne? Also bis demnächst.